Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Max Payne 3. Unser glatzköpfiger Freund mit Bart, seine Knarre und ein Painkiller. Okay, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Hier in diesen, ja, gottverlassenen Gebieten bald schon. Oh, ja, und schon geht's los. Aha, das geht aber schon gut los. Und da tänzelt er noch ein bisschen. So, oh, Painkiller, Painkiller. Schnapp, gleich mal nehmen. So, weg damit. Das war jetzt eher eine einfache Übung mit diesem einen Herrn. Aber ja, das wird wahrscheinlich markant ansteigen hier. Wieder mit Schwierigkeit. Mal gucken. Ja, da können sie wieder überall aus ihren Löchern rausschauen, natürlich. Ich höre Musik. Ich höre einen Hund. Ich sehe eine Treppe. Da oben ist aber zu, da komme ich eh nicht rauf. Dann werden wir hier rein müssen. Jawohl. Nein. Oh. Nachladen und Maus verrutscht. Sag mal, gehst du hinüber? Da sind noch mehr. Oh, aber apropos noch mehr. Ja. Der war jetzt aber schnell. Der andere... 3000 Schüsse und der hier. Das war nett mit dem Brett. Lebt aber noch. Der hat auch eine Weste oder irgendwie einen dicken Pulli. Irgendwas hat er angehabt. Aber war jetzt wirklich interessant. Der erste 10.000 Kugeln vertragen. Der zweite, kurz angepustet und weg war er. Oh, hier unten. Aber es empfiehlt sich halt schon, wenn man auf die Mütze zielt. Das ist dankbarer. Da schreit jemand. Aber eben, das ist halt auch eine Gegend. Hier wird geschrien, hier wird gesoffen, hier wird geraucht, hier wird gedrügelt, hier wird alles gemacht. Gemordet und seit Max Payne da ist, ist alles noch viel schlimmer geworden. Da kommt wieder einer mit nackigem Oberkörper. Das ist dumm. Hast du noch Kumpels? Nein, zumindest nicht hier drin. Das sind keine Painkiller. Schade, eigentlich. Beim ersten Max Payne war es doch so, dass man Kisten zerschießen konnte. Und dann waren da immer mal wieder Sachen drin. Das scheint hier nicht so zu sein. Zumindest die Kiste gab gerade gar nichts her. Aber wirklich gerade überhaupt nichts. Aber die Gegend hier, Oh, die sind oben. Eieiei. Wie machen wir das am besten? Genau, einmal wenden. Ja, und dann... und dann den Holzbalken treffen. Okay, hat trotzdem geklappt. Ja, von hier hätte sie, glaube ich, auch getroffen. Oder auch nicht. Wir haben es jetzt anders gemacht, hat auch geklappt. Was soll's? Ich bin fast sicher, die spawnen. Sobald ich hier irgendwie... Aha, nee, ich muss nicht mal was machen. Die spawnen auch so schon. Oben. Und unten. Oh, da sind zwei. Okay, aber da komme ich wahrscheinlich... Nein, nein, da komme ich nicht hin. So nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um die, die wir erreichen. Blöderweise hat es viel mehr solche, die wir nicht erreichen. Woanders kann ich fast nicht hin. Ja, okay, dieses Holzdingens. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ja, das sind aber auch wieder raue Massen. So, von rechts sollte jetzt mal Ruhe sein. Da hinten ist noch einer. Oh, und hier unten. Okay. Wow, cool. Er lebt aber noch. Aber sah trotzdem sehr cool aus.
Und von da hinten sehe ich auch immer noch Mündungsfeuer. Hm. Sonst sieht das hier halbwegs sauber aus. Nein, ich hab's sehen können. Als ich gedrückt habe, wusste ich, der taucht weg. So, aber jetzt, aber da muss noch mehr sein. Irgendwo. Ja klar, wenn ich dem Haus näher komme, dann spawnen sie wahrscheinlich wieder zu hundertst. Nahkampf. Oh, das ist immer relativ krass. Oh, oh, noch einer. So, das war jetzt aber der letzte. Puh. Puh, puh. Und ich sehe lecker Painkiller. Sehr gut. Und eine üble Absteige. Eieiei. Und sonst nichts. Irgendwie, wir haben schon länger nichts mehr Güldenes. So, für uns. Für den Privatgebrauch gefunden. Komisch. Wahrscheinlich 7-mal dran vorbeigelaufen. Und einfach nicht aufgelesen. Na. Na. Aha. So, Bullet Time. Dringend fällig. Zum Glück sind diese Tische nicht allzu stabil. Der andere liegt im Schrank drin. Sozusagen. Haben wir hier nicht irgendwie? Wir haben tatsächlich nirgends was Güldenes, okay? Oh, 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 wo kommt der her? Aua. Ui, das sieht so, so auf nackter Haut. Ja. Tut richtig schön weh. Wenn man Drogen untersuchen. Genau, erstmal die eigenen Drogen konsumieren. Aha. Ja, irgendein, keine Ahnung, Gemüse. Sehen aus wie Zwiebeln. Ja, wird wahrscheinlich Heroin sein oder Kokain, keine Ahnung. Kann ich jetzt hier wieder raus? Nee, so nicht. Jetzt. Das hing ein bisschen fest. Ja, Drogen untersucht haben wir. Aber hier die Bude ein bisschen angucken muss natürlich trotzdem sein. Wir sind ja immer noch auf der Suche auch nach irgendwie goldenen Gewehren und Co. Noch mehr Zwiebeln? Hm. Und hier ist überhaupt nichts. Okay. I've seen enough. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. Ah. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Er hat auch seine cleveren Momente, der gute Mann. Bam. Das lockt doch mit Sicherheit wieder irgendwelche Leute an den da. Aber der ist weiß. Okay, den lassen wir. Nur, wer sich rot verfärbt unter dem Fadenkreuz, der kriegt eine Kugel. Die anderen machen sowieso alle die Läden zu und verschwinden. Der, ja, der auch wahrscheinlich. Hier ist nix. Da, sieht er uns und zack, ist er weg. Dann geht's dann wohl hier weiter. Aha. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality.
It wasn't like he wasn't expecting me. Eieiei. Okay, das kann ja heiter werden. Dann fangen wir mal an mit dem da oben, dann mit dem da. Und dann hätten wir hier noch einen. Und auf dem Dach ist noch ein weiterer. Und da kommt... Oh, habe ich das Ding erwischt? Ich müsste. Oh, und jetzt... kommen noch mehr. Ich sehe doch die Kugeln, genau. Und verdammt nachher. Heieiei. Das ist auch eine Frechheit, dass die irgendwie Mollys haben und wir haben gar nichts. Wir haben keine Granaten, nichts. Noch nie gehabt in dem Spiel bis jetzt. Ich glaube, der zuckt noch. Oh, da haben wir tatsächlich mal wieder was gefunden. Ja, wenn ihr euch fragt, was ich gerade gemacht habe, ich sag nur Katze. In der Realität. Da muss ich in Deckung gehen. Ich kann ja nicht hier einfach stehen bleiben. So. Der ist weg. Ich weiß nicht, ob unsere Katze mitgucken wollte oder was er hatte. Also, zu fressen hat er ja. Aber jetzt hat auch nicht unsere Katze das Problem sein, sondern die Leutchen hier. Na, wann triggert ihr? Das ist hier die Frage. Und wir sind doch ziemlich angeschlagen. Also wenn jetzt 3, 4 miteinander kommen, ja, es geht schon los, dann werden wir ja nicht mehr allzu alt. Okay, war klar. So völlig beschädigt. In die Schießerei steigen. Oh ja, und sie, guck mal, hier auf den Dächern und überall sind sie. So, schön auch, wie die Patronenhülsen in Zeitlupe, da oben ist noch einer, in Zeitlupe an einem vorbei fliegen. Der ist ja immer noch. Oh, nachladen. Okay, mit Maschinengewehr. Cool. Mit Maschinengewehr geht's besser. Da schmeißen sie doch tatsächlich wieder Mollys. Aber von wo? Aha. Und von da. Ah. Eigentlich sollte ich in Deckung gehen, aber ich schieße gerade so schön. Ich möchte nicht mit Bullet Time. Mit Bullet Time in Deckung gehen. Das ist ein bisschen. Er lebt auch noch. Jetzt. Gucken. Oh oh. Bam, sehr schön. Und den haben wir auch. Dafür haben wir hier sonst nichts mehr. Das ist ja eher doof. So. Mal gucken. Sieht wieder sehr gut aus, wenn es um unsere Gesundheit geht. Da bin ich ja mal gespannt, wie weit wir jetzt noch kommen. Einmal um die Ecke. Denn ich glaube nicht, dass wir hier allzu viele Painkiller finden. Hier so auf offener Fläche, zumal hier alles zugenagelt scheint. Da kommt man nicht mehr raus. Schön gemacht haben sie es ja. So vom Spiel her. Oh, da ist ein Tor. Offen? I had to hope the king was in his castle. Ja, mal gucken, ob der König... Oh. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well.
I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Romano Cuso, gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you! Okay. Boah. Boah. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she'd been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Ja, zurück in New York. Und die gleichen Probleme wie in Brasilien. Nur mit anderer Frisur. Oh, wo schieße ich denn lang? Und wieder daneben. Jetzt. Bah, würg, würg. Muss mich erst ans Wetter gewöhnen. Der schießt doch frech über den Sarg rüber. Was fällt dir denn ein? Okay, nichts mehr. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle the situation. Da kommen doch bestimmt noch mehr. Also, Schutz suchen, ja, da unten. Ah, so komme ich nicht ran. Ah, so geht's besser. Noch einmal in den Hinterkopf, dann gibt er wirklich Ruhe. So, jetzt sind sie wieder auf der anderen Seite. Und wenn ich auf der anderen Seite bin, sind sie gar nirgends mehr. Jetzt. Jump. Und Bullet Time. Wow, da kommen von rechts. Auch noch mal gehörig. Schüsse. Und noch einer. Ja, du versteckst dich, aber das wird dir kaum helfen. Brat. So, noch mehr. Die haben es wenigstens nicht mehr allzu weit. Wenn wir schon auf dem Friedhof sind, Loch graben, reinschmeißen. Und Ruhe ist. Aber das sind ja bestimmt wieder die Leute von dem alten Mann, dessen Sohn wir da getötet haben in der Bar. Zack. Schätze ich mal. I knew I shouldn't have gone there and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry. I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after. Got that feeling too. Oh oh, da kommen sie wieder mit Karren. Das war dann der Friedhof. I started to wonder if my luck was about to run out, what I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's it, there's anything left to identify the bodies with. Ay ay ay. Good? Yeah, I'm okay. Geht's los? Geht los. Also, ich denke mal, sie wollen uns wieder zu dem da oben locken. Oh, erwischt. Ja, sie haben gewonnen. Wir
widmen uns erstmal dem da oben. Na, ja, der scheint stabil zu sein. So. Können wir näher ran? Tatsächlich. Da ist noch einer. Und da oben scheinen noch mehr zu sein. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen morgen mal gucken. Wir haben genug geschossen für heute. Oh. Sag mal, hat der auf uns geschossen, der gute Mann? Hm. Besprechen wir morgen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.